Frau Weber? Genau, ich hatte angerufen. Ich habe ein paar alte Goldstücke, die ich gerne zu einem neuen Ring verarbeiten lassen würde. So, da ist eine Perle. Und das ist jetzt Altgold, richtig, das Sie haben. Ja, es handelt sich um einen echten Stein. Das ist aber ein Brillant, ist kein Altschliffdiamant. Okay, aber ein echter Stein. Ein echter Stein. Super. Den können wir natürlich gut mit der Perle verarbeiten. Das wäre toll. Dann mache ich Ihnen jetzt mal ein paar Vorschläge und zeichne. Ja, super. Dann sitzt die Perle hier in einer Perlschale, am Ende der Diamant. Dann kommt auch der Diamant sehr gut zur Geltung. Probieren Sie den mal. Der passt, denke ich, ich glaube, ganz der gut. Passt ganz gut. Ja, er sitzt gut. Die Anfertigung würde so dauern 3 bis 4 Wochen. Okay. Geht das in Ordnung? Hm? Ja, das wäre super. Will ich dann bei Ihnen telefonisch melden. Perfekt. Dann. Dankeschön. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Wiederschauen. Die Arbeit beginnt. Ich schmelze das Altgold im Tiegel ein. Bei 1064 Grad wird das Gold flüssig und in die Gießform gegossen. Aus der entstandenen Stange werden nun alle Teile des Ringes gefertigt. Die Stange wird in der Drahtwalze so oft gewalzt, bis die entsprechende Dicke für den Ring erreicht ist. Zwischendurch glühe ich das Material immer wieder, um das Gefüge zu entspannen, damit es nicht spröde wird und reißt. Die Weiterverarbeitung erfolgt mit dem Rundzieheisen. Die Goldstange wird auf die passende Ringstärke gezogen. Bevor ich den Runddraht zum Ring biege, muss ich ihn gut durchglühen. Ich fuge den Ring. Die Ringenden sollen so dicht wie möglich zusammenkommen. Der Ring wird gelötet und versäubert. Das abgesägte Stück Runddraht schmilzt und zieht sich zu einer Halbkugel zusammen. Es folgen verschiedene Arbeitsgänge, um aus der Halbkugel die Perlschale entstehen zu lassen. Ich messe den Durchmesser der Perle, um die Größe der Scheibe festzulegen.
Mit dem Kugelpunzen tiefe ich in der Kugelanke die Perlschale auf. Ich stelle eine feste Verbindung zwischen Perle und Schale her. Mit dem Mundlötrohr führe ich der Lötflamme Sauerstoff zu und glühe den Verbindungsstift, bevor ich ihn anlöte. Vorbereitung der Ringschiene für das Anpassen der Perlschale und das Löten. Die Fassung für den Diamant entsteht. Ich biege einen Goldstreifen zu einem Röhrchen und löte die Fuge. Ich säge das Endstück der Ringschiene ab, um die Diamantfassung einzupassen und sie anzulöten. Mit dem Feingehaltstempel kennzeichne ich den Ring. Die Maske schützt mich vor Feinstaub bei der Hochglanzpolitur des Ringes. Die letzte Phase. Die Perle wird eingeklebt und der Diamant gefasst. Der Ring ist fertig. So, Frau Weber, da ist der Ring. Schauen wir mal, ob er passt. Ja, ich denke, es ist ganz gut geworden. Perfekt. Wunderschön ist der Herr Beckmann. Wunderschön.